Das Murgtal ist schon wirklich ein besonderer Ort, auch ein Ort der Extreme. Nicht nur, dass es hier das einzige Tal ist im Umkreis mit diesem roten Gestein und dann auch noch dieses verlassene alte Kupferbergwerk auf 1800 Meter Höhe, die vielen radioaktiven Felsen in verschiedenen Sektoren des Murgtals. Nein, auch wenn es mal hier einen kleinen Hangrutsch gibt, einen Steinschlag, wie zum Beispiel hier, diese Rinne ist jetzt im Winter neu entstanden, zeigt das Murgtal, dass es doch immer wieder mit Besonderheiten aufwarten kann. Das ist jetzt auf der Höhe von Merlem im Murgtal, direkt am Rande eines Baches. Da kam das Gestein runter im letzten Winter. Man sieht noch die zerrissenen Bäume und die Steine rutschten hier in den Bach. Der Bach ist mittlerweile wieder freigeräumt worden. Und dieses Haus, dieses Kraftwerksgebäude hier nebenan, man könnte sagen, das hatte doch recht Glück. Man sieht am Dach noch einige Beschädigungen von kleineren Steinen. Aber das stand ja nun wirklich recht nah an dieser Fallrinne, an dieser Sturzrinne. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der etwas größere Stein hier zu meiner Linken dann doch ein Kaliber hat, was die Hütte hätte gerade ausradieren können. Das ist dieser etwas größere Stein. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit man sieht, wie groß er ist. Da muss ich aber noch einiges zurückgehen. Ja. Der Stein liegt ziemlich genau 10 Meter von der Hütte. Ja, ich habe ihn immer noch nicht so ganz drauf. Und kam von da oben. Von diesem Überhang. Und dieser Fels, Stein wäre untertrieben, dieser Fels wiegt 6000 Tonnen. Und hat diese Hütte um 10 Meter verfehlt. Wie ich schon sagte, das Murgtal kann auch mit Besonderheiten in dieser Hinsicht aufwarten.